Zockermorde. Düb, düb, düb und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, eurer Zockermorde. Divinity Original Sin Enhanced Edition. Jawohl. Habe ich schon lange auf Tasche. Ich weiß aber nicht genau, um was es da geht. Es hat mich damals, wo ich es gesehen habe, nur an Baldur's Gate erinnert. Ich habe es auch mal kurz angespielt, um zu gucken, wie es ist. Und ich finde, man kann da mal ein Let's Play draus machen. So. Dann würde ich sagen, einfach mal Abfahrt jetzt und ein neues Spiel starten, ne? So, als erstes werden wir hier auf jeden Fall die Charaktererstellung machen. Ich halte mich mit sowas mal gerne ein bisschen auf. Darum wird das wahrscheinlich Folge 0.0 sein. Sollte ich doch schon schneller durch, weil ich das schon angespielt habe, also schneller durch sein, dann wird das die Folge 1. So, man kann das ja auch mehr Spieler spielen, ne? Ich habe leider keinen, der gerade mit mir das hier so zocken will. Deswegen Einzelspieler. Es gibt als erstes, denke mal, das Spielmodus. Und ich denke mal, das ist wird der Schwierigkeitsgrad unter anderem sein. Okay, der Entdeckermodus wäre, falls euch eine gute Geschichte und aufregende Entdeckerreisen lieber sind als herausfordernde Kämpfe, ist dieser Modus wie geschaffen für euch. Das wäre, und jetzt kommt der klassische Modus, ich denke, den nehmen wir auch. Das klassische Divinity-Erlebnis, sowohl während als auch abseits des Kampfes, müsst ihr Köpfchen beweisen. Taktikermodus, eure Feinde werden gerissen, gnadenlos und euch zahlenmäßig überlegen sein. Macht euch auf fiese Tricks und Überraschungen gefasst, die es im Entdecker- oder klassischen Modus nicht gibt. Nichts für schwache Nerven. Ehrenmodus. Erhöht die Spannung, indem ihr den bereits herausfordernden Taktikermodus mit nur einem einzigen Spielstand angeht. Segnet eure gesamte Gruppe als das Zeitliche, wird der Spielstand gelöscht und euer Abenteuer endet umgehend. Das ist quasi der Hardcore-Modus in Diablo, würde ich sagen. Okay, das ist einfach schwieriger, das ist wirklich die Schwierigkeitsgrade, ne? Hier so ein bisschen Larifari, hier gucken wir mal ein bisschen, nicht so viel kämpfen, ne? Ein bisschen hier ist nur Story und so. Wir nehmen normal, klassischer Modus. Schwippdiwippeli, hier sind wir auch schon in der Charaktererstellung. So, man sieht, man spielt hier mit zwei Charakteren. Das ist die Frage, ich möchte ja aber... Wie war denn das? Einer von beiden, links war das letzte Mal bei mir männlich, glaube ich. Weil ich möchte schon ein Man spielen. So, ja, Scarlet kann man mal so langsam... Dann wird das nicht Roderick, sondern... Kann ich hier das hier nehmen? Nein, Azar. Das kenne ich aus DSA. Habe ich mal ein Buch gelesen, einen Roman. Und da gab es dann den Zauberer oder die... War eine Dame in dem Fall, Azar. Hieß dort in der Sprache verlorene Seele. So. Ich spiele immer sehr gerne Zauberer, ne? So zauberkundige Charaktere. Stoffis quasi. Ne? Und dann wollen wir mal gucken, was es hier alles so gibt an Klassen. Einmal den Räuber mit vielen Können und ein bisschen Glück ist die Welt in den Augen des Räubers eine offene Tür. Schattenklinge. Der Räuber kennen wir ja meistens, ne? Dieb. So, die Schattenklinge. Ein gewiefter Antäter, dessen Arsenal aus Dolchen und Magie jedem Gegner das Fürchten lehrt, wenn er es überhaupt kommen sieht. Okay. Das ist so ein magiebegabter Dieb, würde ich jetzt mal behaupten. Wildling. Der Reisende ist ein Überlebenskünstler und praktizierender Magier. Seine Fähigkeiten, Angriffen auszuweichen, wird nur von seinen Fähigkeiten Treffer... Bla bla. Okay. Hexe kennen wir ja. Eine einschüchternde Präsenz, deren eiskalte Kräfte Freunde wie Feinde in Angst versetzen. Ah, okay. Der Zauberer. Ja, jetzt haben wir schon hier. Hexer wäre auch was für mich. Zauberer. Ein Gelehrter der Magie, der darin bewandert ist, Kämpfe mit einer einzigen Handbewegung zu beginnen und zu beenden. Aus sicherer Entfernung natürlich. So, dann kannst du den Kampfmagier, den kennt man auch. Der kann dann mit Nahkampfwaffen meistens umgehen. Das ist so wie Gandalf, der noch ein Schwert in der Hand hat. Mischt rohe Gewalt mit mächtiger Magie. Auch interessant. Kleriker ist der Heiler. Verzauberer, okay. So wie eigentlich ein Beruf, Herr Zauberer, oder? Zieht es vor, das Kampfgeschehen aus sicherer Entfernung zu bestimmen, indem er die Feinde mit mächtiger Magie manipuliert. Okay. Der Kämpfer, ja, Krieger, also quasi ein Barbar, Inquisitor. Ein kühner Zauberstabschwinger, der täglich sein Leben riskiert, um das Böse auszumerzen. Der Ritter. Ritter sind Spezialisten auf dem Gebiet der Kriegstaktik und nicht nur im Kampf, sondern auch im Ausstellen von Truppen ausgebildet. Haben wir hier der Waldläufer. Ein Scharfschütze mit einem legendären Händchen für die Selbsterhaltung. Räuber wieder. Okay, ich würde sagen, ich gucke mir mal den Zauberer an. Da gehen wir auch mal ein bisschen näher rein. Anpassen. Ach, hier kannst du das. Okay, okay, pass auf. Ändern wir das nochmal. Nehmen wir mal kurz bla.
Nehmen wir den hier, Azar. Ich glaube, die Nummer 1 steuere ich nämlich. Machen wir nämlich so. Annehmen. Aber das ist der Zauberer hier. So. Das wird... Na, wir nehmen erstmal die 1. Wir kümmern uns erstmal um diesen jungen Herren hier. So, jetzt würde ich mal sagen... Intelligenz plus 2. Intelligenz verbessert Elementar- und Hexerei-Zauber sowie euren Angriffswert mit intelligenzbasierten Waffen. Empfohlen für jeden, der mit Zaubern hantiert. Durch Besserwisser plus 1. Okay, ist eine Charaktererstellung. Ich weiß nicht, wer von euch DSA oder sonst welche Rollenspiele schon spielt. Also diese, wo man am Tisch sitzt und würfelt. Der kennt sich auch schon ein bisschen mit Charaktererstellung aus. Oder halt alte Rollenspiele auf dem Rechner gespielt hat schon. Oder ältere, oder die davor kamen. Konstitution bestimmt, wie viel Lebenskraft ihr habt und wie viele Aktionspunkte ihr insgesamt besitzen könnt. Ja, okay, das ist mal Schnelligkeit. Das ist gut für Kampflänger, okay. Schnelligkeit wirkt sich auf eure Bewegungsgeschwindigkeit, eure Initiative aus, sowie darauf, wie viele Aktionspunkte ihr pro Runde zurückerhaltet. Weil das System ist ja so, wir haben Aktionspunkte und jede Handlung verbraucht gewisse Aktionspunkte und auch jede Bewegung verbraucht gewisse Aktionspunkte, das habe ich auch schon gesehen. Und okay... Und wir kriegen die pro Runde, kriegen wir wieder was wieder. Also wenn das höher ist, dann kann man quasi nächste Runde wieder mehr machen. Wahrnehmung. Wahrnehmung wirkt sich auf eure Chance, kritische Treffer zu landen, eure Initiative, eure anfänglichen Aktionspunkte im Kampf, eure Fähigkeiten, allen Feind zu erkennen und eure Genauigkeit bei Schüssen über große Entfernung aus. Mhm. Siehe verborgene Details. Willenskraft ist klar. Ich würde sagen, ist auch was für uns. Willenskraft verbessert eure Rettungswürfe gegen, bla bla. Stufe 1 verringert die Wahrscheinlichkeit, einen Statuseffekt zu erhalten um 15%. Pyrokinetik. Gibt an, wie viele Pyrokinetik-Zauber ihr lernen könnt und wie viele Aktionspunkte es kostet, Pyrokinetik-Zauber einer höheren Stufe anzuwenden. Stufe 1 erlaubt euch 3 Pyrokinetik-Fähigkeiten der Stufe Novize. Okay. 0 der Stufe Adept. Und 0 natürlich. Okay. Es gibt halt verschiedene mächtige Zauber, die eingeteilt sind, ne, in Novize, Adept und Meister. So, man fängt natürlich unten bei Novize an. Geomant. Okay, Geomant. Ist genau das gleiche wie eben, nur halt Geomant. Lehrmeister. Erkennt Feinde und ermöglicht euch, Gegenstände zu identifizieren. Je höher die Stufe, desto mehr könnt ihr identifizieren und desto schneller geht es. Oh, sehr geil. Warte mal, Grundwert 1. Charisma. Charisma bestimmt den ersten Eindruck, den ihr auf andere macht. Was habe ich denn für einen Eindruck auf euch gemacht? Habe ich einen hohen Charisma-Wert im Leben? Und wie gut ihr schmeicheln, einschüchtern und argumentieren könnt. Okay. So, dann haben wir jetzt hier unten Talente. Besserwisser verringert bei allen, wie viel Sympathie sie für euch haben um 20. Verringert, ja. Super, ja, klar, Schlaubi Schlumpf, wer mag einen Schlaubi Schlumpf? Aber verleiht euch einen extra Punkt bei Intelligenz. Ja, okay. Das ist ein Kuhhandel. Abgefahren. Abgefahren? Was ist das für ein Talent? Erhöht die Reichweite von Zaubern und Schriftrollen um 2 Meter. Wenigstens das metrische System hier, danke. Wollen wir uns die Geschichte des Zauberers mal durchlesen? Die Beschreibung hier ist eine Menge, Alter. Wir können ja mal anfangen. Die Augen des Zauberers schnellten von dem großen, schweren Buch hoch. Da draußen vor der kleinen Hütte entlud sich das unverkennbare Getöse eines Kampfes und ein orkischer Schrei ließ den Zauberer erschaudern. Doch jetzt war nicht die richtige Zeit, um ängstlich zu sein. Beim Mondlicht sah die schwerfällige Silhouette des Orks wie eine Eiterbeule auf dem Umriss der friedlichen Wälder aus. Er hatte jemanden unter seinem riesigen Knie begraben und das Opfer schrie vor Schmerz. Der Zauberer pfiff. Der Ork drehte seinen großen Kopf herum und bemerkte gerade noch eine weit entfernte Gestalt, bevor seine riesige grüne Masse in einem Ascheregen aufging. Ha! Das beinahe Opfer erhob sich, schüttelte sich den Orkstaub aus seinem Haar und streckte eine Hand aus. An einem Finger glitzerte der Siegelring des Ordens der Quellenjäger. Freund, sagte er. Man hat mich geschickt, um den großen Zauberer dieser Wälder zu finden. Aber anscheinend habt ihr mich zuerst gefunden. Okay, sehr schön. Hier geht's um Quellen. Quellenjäger, bla bla bla. Aber das kommt alles noch. Die Geschichte kriegen wir mit. So, jetzt wollen wir uns aber erstmal. Können wir hier nochmal auf Anpassen drücken? Fertigkeiten, Waffen. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal so. Wie
wie das hier so vorgegeben ist. Ich glaube, das ist schon ganz sinnig. So. Ja. Was haben wir denn hier? Punkte übrig. Null. Intelligenz natürlich hoch, wir lassen das so. Was haben wir denn hier? Feldschlag. Ach, das sind die Fähigkeiten. Da kann ich wahrscheinlich auch andere auswählen. Ach so, warte mal. Halt. Ein Fels stürzt vom Himmel herab und verursacht bei allen innerhalb eines Meters Wirkungsbereichs 14 bis 16 Erdschaden. Das sind diese Geomanten, das sind Erdzauber wahrscheinlich. An der Einschlagstelle entsteht eine Ölfläche. So, das ist geil. Man kann hier auch sehr viel mit der Gegend interagieren, ne, mit der Umgebung. Das heißt, dieses Öl kann man anzünden. AP-Kosten. Also sind diese AP-Kosten 5 kosten die. Eigenschaften 3 Runden Abklingzeit. Okay. 4 bis 1 Runden wegen hohen Intelligenzwert. Das ist 4 minus 1. Ach so. Okay, da wird sie. Ah, alles klar. Und 1 Meter Explosionsradius, 17 Meter Reichweite. Das hört sich gut an. Mitternachtsöl. Ja. Erzeugt eine Ölfläche. Aufflackern. Zaubert magische Hitze, die 11 bis 13 Feuerschaden verursacht. Okay, Status warm hervorrufen. Kriegt dann einen Buff quasi von mir. Wenn ein Ziel den Statuseffekt warm hat, verliert es ein wenig an Resistenz gegen Feuerzauber, gewinnt jedoch Resistenz gegen Wasserzauber. Kann Ziele verbrennen, die bereits warm sind. Kann auf die Umgebung angesetzt werden, um eine Feuerfläche zu erzeugen. Schleim oder Öl zu verbrennen. Wasser verdampfen zu lassen oder Eis zu schmelzen. Kann einige Wolken zum Explodieren bringen. Okay. Boah. Ist okay, können wir so lassen. So, jetzt müssen wir uns natürlich hier oben nochmal ein schickes Bildchen aussuchen. Ich mag den ja immer gerne düster, ne? Der sieht schon ganz cool aus hier, den kann man uns mal merken. Der sieht auch cool aus. Ich bin immer gerne, ich auch mal gerne in die Nekromanten-Richtung, aber die gibt's ja hier eben leider nicht. Bin ich mal sehr. War schon mal durch. Ah, immer den hier. Ah, den. KI-Persönlichkeit, keine KI, was soll denn das sein? Loyal, Freilinker, Priester, richtiger Wahnsinniger, Gauner, Ritter, zufällig. Was bedeutet hier? Keine Ahnung. Zaubererstimmen. Hold. Our enemies have laid a trap. What can I cook up today? Naja, machen wir Zaubererstimme. Goldspur, die Hautfarbe. Augustsonne. Eichenbraun. Warte mal. Hell Safrangelb. Sieht ein bisschen krank aus, ne? Auch mal so ein Holde Rose. Na, ist das süß. Reines Elfenbein. Oh, reines Elfenbein. Süßmandel. Entweder machen wir uns einen Mahagoni. Einen richtig dunklen. Also ich gehe mal voll ins Krasse rein dann. Machen wir ein reines Elfenbein. Kopf. So ein bärtigen. Oh, ja, mal angucken hier. Den guten. Oh, Alter, der sieht ein bisschen krank aus. Okay, jetzt kommen wir hier. Das ist so ein bisschen... Ah, ich weiß nicht, Leute. Wäre ein cooler Zauberer sein. Ne, außer... Gewürztes L. Dann lassen wir das mal... Komm, wir machen mal die Frisur. Das kann man vielleicht schon so lassen, oder? Die Fratze? Warte. Ja, das ist ein bisschen zu hart tätowiert. Man kann auch so machen, oder? Also barbarenmäßig. Das sieht so ein bisschen mystisch aus, würde ich sagen. Ja, nehmen wir den, komm. So, die Frisur. Powerlocker, Alter. Afro. Nee, den kann man so nicht. Das ist nicht cool genug. Ja. Okay, geht schon in die Richtung. Müssen wir mal durchklicken? Ah, waren wir schon einmal. Scheiße. Hat er denn hier auch... Ich würde da sogar einfach eine Glatze nehmen. Ne? Eine Vollglatze. Nee, das sieht nicht cool aus. Oh, Alter, Leute. Es ist schwer. Es ist schwer. Der sieht zu kriegerisch aus. Nee, da fliegt er ja weg. Wenn da mal eine Windböe kommt. Gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir nicht. Würde ich schon fast sagen, wir lassen die Standardfrisur ein.
Wir lassen die Standardfrisur. So, die Haarfarbe. Rabenflügel, das würde ja auch geil sein. Gucken mal, rot oder Rotschopf. Ne, wir nehmen Rahmenflügel. Komm, wir nehmen Rahmenflügel. Schön blaues Haar. Unterwäsche, ganz wichtig. Ach ja. Es gibt diese eine Special-Unterhose, ja. Die nehmen wir natürlich. So, ich würde sagen, unser Char ist soweit erstellt. So, jetzt gucken wir nochmal den anderen hier. Das wird auf jeden Fall eine Dame. Wie können wir die denn nennen? Bertha? Und das wird auf jeden Fall, wir müssen, ein Standard-Kombo ist natürlich immer Heiler, also Kleriker, Nahkämpfer. Weil die, da wir jetzt hier so ein Zauberer sind, brauchen wir auf jeden Fall irgendwas, was nah rangeht. So, was kann der denn? Kann Wunden heilen? Ich glaube, der Ritter ist ganz gut, oder? Weil der kann auch gleichzeitig heilen. Also ich würde sagen, entweder um es nicht allzu schwer für uns zu machen, aber so eine unausgewogene Gruppe haben, würde ich schon fast sagen, wir nehmen einen Kämpfer. Obwohl, der Ritter ist ja auch nicht verkehrt. Irgendwie. Ritter sind Spezialisten auf dem Gebiet der Kriegstaktik und nicht nur im Kampf. Okay, wir machen erstmal eine Dame. Dann müssen wir mal, können wir das Porträt ja schon mal aussuchen. Vielleicht können wir ja nochmal rumklickern. Wollen wir so eine rassige machen hier? Oh, die sieht gut aus. Oh, das ist so eine richtige. Ach komm, wir nehmen eine Krieger. Der Ritter war in seinem Clan einer von vielen. Doch nun ist er der Letzte. Das Haus von Sturmgrab brachte zahlreiche furchtlose Kämpfer für den Schutz des Reiches hervor und sie wurden überall für ihre Tapferkeit auf dem Schlachtfeld und die Rechtschaffenheit ihrer Schwerter verehrt. Sie wurden so sehr bewundert, dass sie niedere Adlige von Neid erblassten. Einer von ihnen weigerte sich in der Armee und bei der Königin nur an zweiter Stelle zu stehen und heckte einen Plan aus, um das sogenannte Haus der Helden zu vernichten. Er befahl eine schreckliche Tat, die Plünderung und Zerstörung einer friedlichen Kleinstadt. Durch vorsichtige Manipulationen gelang es dem bösartigen Adeligen, die Ritter des Hauses von Sturmgrab als Übeltäter hinzustellen. Sie wurden allesamt vor Gericht gestellt, von einem korrupten Richter für schuldig befunden und erhängt. Der Ritter war damals erst ein Kind, aber er sollte diese große Ungerechtigkeit niemals vergessen. Er trug das Zeichen des Hauses von Sturmgrab, des Hauses der Helden. Bereits als Jugendlicher und mit seiner Stärke und seiner Ehre wuchs auch sein Verlangen nach Gerechtigkeit. Nun reitet der Ritter als ein Quellenjäger unermüdlich gegen die, die niederträchtige Verbrechen an Unschuldigen begehen. Ja, oh, Nino, sie haben ein kleines Herzchen hier drauf. Okay, nette Story. Jetzt wissen wir ein bisschen so, wie der drauf ist. Ein richtig hart rechtschaffender Typ. Und wenn wir halt in diese Richtung gehen wollen, so ein bisschen, wir so ein bisschen das Arschloch sind hier, Nekrozauber und so ein bisschen. Dann kriegen wir vielleicht Probleme. Okay. Hautfarbe, Goldspur. Wir machen so eine bisschen dunklere, ne? Oh, ein bisschen zu dunkel. Warmes Meranti. Okay. Obsidian. Oh, Alter, die sind ganz schön krass. Hm, Süßmandel. Oder wollen wir so ein Schneewittchen hier kreieren? Nee, ne? Eichenbraun. Wir nehmen Eichenbraun. So wie das gehört. Das sieht doch gut aus. Mhm, schön. Schön rassig. So, der Kopf. Oh, die hat auch Sommersprossen, sehe ich gerade. Oh, hier, das ist doch geil. Ah ja, ist auch nicht. Hm. Wollen wir das nehmen? Können wir mal durchklicken. Als ich das hier bei dem Kerl gemacht habe, mit diesem Augenring, da voll behindert aus. Und hier sieht er gar nicht schlecht aus. Hier eine Nutte, auch geil. Eine Geisha, wie heißt das? Geisha? Geisha? Also das finde ich Porno. Das ist auch geil. Wir haben das.
Haarfarbe samt schwarz. Zobelbraun. Ach ne, warte, wir können auch die Frisuren durchchecken. Gucken, was die so haben. Oh ja. Oh ja. Naja, ja, okay, okay. Da sieht das gar nicht so kacke aus. Ja, Prinzessin Lea. Oh, stürmische Haare. Ich bin die Ritterin. Also, wollen wir Frisur 1 nehmen oder Frisur 5 war, glaube ich, ganz. Oder 4 hier, das war auch nicht schlecht. Wir nehmen 4. Unterwäsche, ganz wichtig, die müssen wir mal checken hier, ne? Ja, kann man machen? Nein. Oh. Kriegst du natürlich die. Passt denn zu meiner. Oh, guck denn hier. Ja, ist okay. Kann man machen. Können wir machen. Ja. Okay, so. Dann gucken wir uns oben nochmal das Porträt an. Mhm. Nehmen wir ein paar mehr. So, das könnte man nehmen. Oder das. Hm. Ich muss sie die ganze Zeit betrachten. Wir nehmen das. Ah ne, wir nehmen. Oder wir nehmen das. Ah. Nehmen das. Annehmen. Halt. Was haben wir denn hier? Frontkämpfer. Gibt an, wie viele Frontkämpferfähigkeiten ihr lernen könnt. Achso, ja, zweihändig, Rüstungsexperte, Führung, Körperstärkung, Opportunist. Naja. Was ein Rausch. Was ein Rausch erhöht eure Aktionspunkte pro Runde sowie eure maximalen Aktionspunkte um 2, wenn eure Lebenskraft unter 30. Ich hadere immer noch mit mir. Wollen wir die Gruppe so zusammenstellen? Oder wollen wir lieber wirklich eine Kriegerin nehmen? Weil die kann aber noch heilen hier. Das ist gar nicht schlecht. Glaube ich, oder? Nehmen wir mal annehmen. Wenn ich jetzt hier weitermache, wird das dann verworfen? Ich hoffe nicht. Nein? Okay. Herr Ritter, Waldläufer. Pff, das sieht voll geil aus, Alter. Also hier in weiblich die Charaktere. Viel besser als die männlichen. Boah, Alter, sieht gar nicht gesund aus, ey. Kampfmagier, Kleriker, Verzauberer, Kämpfer. Oh, ich weiß es nicht. Wollen wir mal Kämpfer nehmen? Aha. 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 Oh. Ich weiß es nicht, Leute. Ich hadere mit mir. Ritter oder... Wir können noch mal kurz in den Kämpfer reingucken. Hm. Ja, Stärke 2. Hm. Wo war er denn hier? Ritter hier. Ha. Fühle ich mich denn dazu geneigt, mit einem Ritter rumzulaufen? Wie gesagt, ich halte mich bei sowas mal gerne auf, ne? Bevor es losgeht. Hm. Wir gucken uns nochmal den Kämpfer an. Ach, drauf, wir schießen. Wir brauchen ja volles Programm. Wir machen Krieger. Richtig oldschool. Nur in die Fresse. Brutal. Elendig. Okay. Ah, oder doch ein... Ah, ich weiß es nicht, Leute. Ich halte mich da gerne auf, ich sag's doch. Ah, ja. Wir nehmen... Und wir brauchen auf jeden Fall... Ja, Waldläufer ist ja auch nicht schlecht, aber wir brauchen auf jeden Fall irgendwas Nahkampfmäßiges. Da hier so tankt. Da kommt nur Kämpfer oder Ritter in Frage. Ermutigen. Das ist ja, am Anfang ist das ja alles dasselbe. In dem Kämpfer. Ende aus, Mickey Mouse. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich
in der nächsten Folge im Game mit der Story.